Hallo, liebe Gemeinde, und willkommen zu einer neuen Folge Pannes Journey. Und bin auf dem Weg zum Binnensee. Und eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich heute schon anfange zu filmen. Jetzt habe ich hier gerade den Oke eingepackt, der sitzt da neben mir. Und wir sind halt auf dem Weg zum Binnensee, weil Malte hat so ein kleines Projekt gestartet und der wollte das heute ausprobieren. Ich gehe nicht ins Wasser, aber wir filmen Malte und sein neues Projekt. Ihr dürft gespannt sein. Ja, legen wir los. Nein. Also ich fand es sehr cool, aber leider hat es noch nicht funktioniert, dass Malte aus dem Wasser rauskommt. Aber ich finde es schon grandios, dass er so eine Kiste gebaut hat, wo so ein Akkuschrauber drin ist und die einen übers Wasser zieht. Das ist irgendwie ganz geil. Klar, das zieht jetzt kein Wakeboard und es reicht auch noch nicht ganz, um kleine Foils aus dem Wasser rauszuziehen. Er hat jetzt auch ein relativ kleines Foil drin gehabt. Ja, aber ich glaube, wir geben ihm mal noch ein bisschen und dann funktioniert das auch. Also ich finde das sehr, sehr cool. Bleibt auf jeden Fall dran und irgendwann kommt die Folge, wo uns diese komische Kiste, die Malte gebaut hat, dann aus dem Wasser zieht. Und ich hoffe, ich kann dann auch aus Wasser. So, wir düsen jetzt wieder heim und ja, gehen ins Bett. Wir sind fertig für den Strand. Oke hat auch schon so eine coole Mütze auf und Annie ist auch schon bereit. Wir fahren aber vorher nochmal bei Jan überall im Laden vorbei. Surf and Fashion. Checkt den mal aus, wenn ihr auf Fehmarn seid. Und wir holen dort mein neues Surfskate ab. Ich bin richtig gespannt. Das sieht richtig geil aus, bestimmt. Ah, yeah! Laura findet das hässlich. Nur weil der Löwe, der da drauf ist, nicht so hübsch ist. We'll be right back.
nach unserem schönen Spaziergang mache ich mich jetzt gerade auf dem Weg zum Schulhof. Und zwar will ich ein paar schöne Fotos von dem Skateboard machen, was ich neu habe, bevor ich es dann so verhunze wie das andere. Ja, damit es in Erinnerung bleibt, wie schön die Dinger eigentlich am Anfang sind, bevor man sie halt voll zerfetzt. Ich zeige euch auch, wie mein altes Board nach ja eigentlich gut einem Jahr aussieht. Das habe ich tatsächlich jetzt nach einem Jahr gekauft, also ein Jahr lang gefahren, und das andere ist jetzt ganz neu. Also das ist nicht schlecht, aber es sieht halt schon ein bisschen mitgenommen aus, und deswegen habe ich mir gedacht, ich gönne mir ein neues. Und am Ende des Videos, oder beziehungsweise später auf dem Rückweg, erzähle ich euch noch kurz, was das mit den ganzen Surfskates sowieso auf sich hat. Eieiei, ich muss mit Erschrecken feststellen, dass mein altes Skateboard ziemlich durchgerockt ist. Alleine die Reifen ist hart. Ja, ihr habt es jetzt gerade gesehen, ich gebe tatsächlich Surfskate-Kurse. Surfskaten ist ja so ein bisschen das Wellenreiten auf dem Asphalt. Einige wissen es vielleicht von euch, ich komme vom Wellenreiten und bin dann halt zum Wingfoilen und Foilen gekommen. Ich denke auch, dass das Surfskaten tatsächlich beim Foilen auch schon hilft, dass man in der Welle so Balance und so ein Kram trainieren kann und auch so ein bisschen das Pushen in der Welle mit kleineren Foils hilft auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich, dass ihr das jetzt hier gesehen habt. Und wenn ihr Bock habt auf so einen Kurs, dann geht einfach auf meine Homepage. Das ist danielpankoke.de. Und da könnt ihr euch ein bisschen durchklicken. Da findet ihr eigentlich relativ zügig auch zu der Abteilung mit den Surfskates. Ich baue gerade so eine kleine Wand. Deswegen schiele ich da mal so rüber, weil es mich irgendwie Laura und Oke schlafen noch, und deswegen kann ich noch nicht weiterbauen. Mir kribbelt es in den Fingern, dass ich meine Bordhalterung weiterbaue. Ich zeige euch die mal kurz. Das ist neu. Das ist das Pipe. Und das ist Lauras Danceboard. Die fängt ja gerade erst mit an. Und ich finde das auch ganz cool. Ist auf jeden Fall super spannend. Ja, und der Plan für heute, also ich mache erstmal ein bisschen Bürokram hier und Frühstück mit der Familie. Und dann geht es heute Abend so 16:30 Uhr, geht es zum Binnensee. Da treffe ich Malte und Kim. Die haben die Tretboote hochgezogen. Und ja, wir machen dann heute wieder ein bisschen Pumpen und ein bisschen Sub
Training. Ich habe ein Board gekriegt, eigentlich darf ich es nicht bewerben, weil es ist kein F1. Fang Daniel! Hey! Jere, wenn du mich nochmal nass machst. Also, ganz kurz nochmal zum Board. Also es ist jetzt, wie ich schon gesagt habe, nicht das Schlechteste, nicht das Billigste, aber auch nicht das Beste. Das Problem, was das Board hat, es hat so extreme Konkaven. Wenn man da ein bisschen was verkehrt macht, also wenn man beim Anpumpen ein bisschen schräg steht oder zu viel Druck vorne, zu viel Druck hinten aufbringt, dann kommt das gar nicht erst aus dem Wasser. Und das macht es halt super schwierig. Für Suppen mit 5,8 ist es eigentlich relativ kurz. Und mit 100 Litern trägt das. Zum Wingen ist vielleicht ganz okay. Da kommen aber auch noch wieder andere Probleme da hinzu mit der Mulde und all so ein Kram. Ja, also grundsätzlich ist es sehr günstig dafür, dass es eigentlich ein relativ schwierig zu fahrendes Board ist. Die Leute oder gerade die Leute, die da draußen sind und anfangen wollen, gucken natürlich, wo kann ich günstig einsteigen, wo kriege ich ein billiges Board weg. Ja, dann laufen sie nach Decathlon, kaufen Takuma, was eigentlich kein schlechtes Equipment ist, haben dann unglaubliche Schwierigkeiten damit, weil die Foils auch nicht fürs Wing zum Beispiel oder fürs Sub vielleicht schon eher, aber generell Schwierigkeiten damit irgendwie in Gang zu kommen und dann verliert man schnell die Lust und hat keinen Lernerfolg und das ist natürlich doof. Ich lackiere es mir trotzdem gleich. Ist auch schon ganz schön mitgenommen, die Kanten und sowas, die haben von dem Paddel ganz schön was abbekommen. Und ja, genau. Ich mache jetzt erstmal Frühstück, Kaffee und dann gehe ich mit euch in den Keller und dann lackieren wir das Board.
Ja, willkommen in meinem Keller. Ich habe jetzt einfach schon angefangen und habe mein Board schon mal fertig lackiert. Ich habe es natürlich geschliffen und richtig schön abgeklebt. Oben das Grip-Pad, ja, Lidschaltung und so ein Kram. Die andere Seite muss ich noch, aber das muss natürlich jetzt erstmal trocknen. Ich bin richtig gespannt, das sieht schon richtig geil aus. Das ist so ein Blau-Metallic. Richtig cool. Ich glaube, das sieht richtig fett aus, das Board. Ja, ich mache jetzt Feierabend für heute. Morgen sind Schulungen und da möchte ich euch auch gerne wieder mitnehmen. Da holen wir das kleine Boot von Kim, beziehungsweise weiß ich nicht genau, wie das jetzt zusammenkommt, aber der Bruder von seiner Freundin, der ist da und der möchte da wohl irgendwie drauf pennen oder so und das muss sowieso in den Hafen. Und deswegen holen wir das jetzt vom Bauern ab und bringen es gerade zum Hafen, dass er das nachher kranen kann und dann fahre ich rüber zum U-Boot. Also, los geht's. Na, ihr winkt mal für die YouTube-Fans. Erfolgreicher Kurs, erfolgreiche Schüler. Ziemlich cool. Wir haben 7 Schüler gehabt und 6 davon sind gefolgt. Und morgen haben wir einen Pumpkurs. Das ist im Grunde der erste Pumpkurs, den wir machen. Ja, das machen wir morgen. Es ist Sonntag, letzter Tag der Woche und wir düsen jetzt erst zum U-Boot nach Bugstaden, holen da Board und Foil. Und zwar, ich weiß nicht genau welches Board, das stand gestern noch so ein bisschen zur Debatte, aber das Foil, das ist der hydrofoil.de Dockstarter. Das ist ein ziemlich interessantes Foil mit einem sehr kleinen Einsatzbereich. Und zwar ist es ein, wie der Name schon sagt, zum Dock starten, heißt also zum Pumpfoilen. Und das machen wir jetzt gleich. Wir treffen den Henning und ich fahre mit ihm rüber nach Bugtiefe zu unserem Pumport, wo wir dann tatsächlich den Dockstarter für ihn testen. Jawolski, das war's. Sehr cooler Pumpkurs mit Henning war ganz, also bin sehr beeindruckt von Henning. Der hat das richtig, richtig gut gemacht. Man darf beim Pumpen immer nicht vergessen, es ist sau schwierig, weil wenn man nicht mal weiß, wie das Foil an sich belastet wird oder so, dann macht es das schon mal schwer. Und ich glaube, wir haben uns da aber ganz gut rangetastet. Und ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dem Henning auch. Tinka hatte das Problem, dass sie ein bisschen Schiss hatte, weil die hat wohl vor 2 Jahren das mal ausprobiert. Ja, da hat das wohl nicht ganz so gut funktioniert und da hat sie sich wohl auch irgendwie derbe verletzt und da musste man ein bisschen langsamer anfangen. Aber die hat es auch ganz gut gemacht. Die hat für sich auf jeden Fall ihr Tageserfolg auch gehabt.
Ihr dürft da nicht vergessen, bleibt da am Ball. Haut da so viele Tage rein, die ihr pumpen könnt, wie es eben geht. Und dann seht ihr auch schnell irgendwie eine Lernkurve. Also ein Board, was so zwischen Meter 40, optimalsten Meter 20. Damit kommt ihr am besten zurecht. Und großes Foil. Damit könnt ihr schon mal starten und ein bisschen was ausprobieren. Jeder Versuch zählt, also je öfter ihr das probiert, je besser kommt ihr ans Ziel. Ich verlinke euch gerne mal einen ehemaligen Schüler von uns, der schickt mir wöchentlich Videos, wie er beim Pumpen Fortschritte macht. Ist halt super cool, wenn man das auch selbst aufnimmt, weil dann seht ihr, was ihr so halt falsch macht und besser machen könnt. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt habe ich schon wieder ganz schön viel gequatscht. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. So viele Kommentare, wie ihr nur könnt, zu schreiben. Gerne schreibt mir, was ihr gerne sehen wollt, was eure Fragen sind. Die müssen wir ja auch irgendwie beantwortet bekommen. Und ja, Schluss für heute, Schluss für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Tschüss.